Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben einen Einsteiger-Guide für euch, denn es ist was Neues gekommen und zwar die Spectrum Alpha ist jetzt gelauncht. Spectrum, das ist ein neues Kommunikationstool von Cloud Imperium Games für uns Backer und es ist als erstes in der Web-Applikation verfügbar und von den Evocatis getestet, ist es jetzt in der allerersten Version da und wir können uns jetzt das Ganze mal zusammen angucken. Genau, das machen wir auch. Ihr findet es übrigens auf der RSI-Seite direkt unter dem Reiter Community als New angeschlagen. Erster Punkt, dann öffnet sich auch schon diese Web-Applikation und ihr müsst dafür gar nichts runterladen. Es ist browserbasiert. Ja, genau. Und da fangen wir jetzt einfach mal links oben an. Dort geht es nämlich im Grunde genommen erstmal in die Verwaltung rein. Das allererste, was ihr dort seht, ist euren Account. Das ist quasi ein kleines Abbild eures RSI-Accounts und von dort aus könnt ihr auch weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel das erste, was ich jetzt mal so sehe, ist der Online-Status. Den kann man damit festlegen, zum Beispiel zwischen Online oder Away, Playing gibt es, glaube ich. Dann gibt es außerdem D&D, was ich sehr schön finde. Ne? Do not disturb. Genau, Hotel. So ist es. Und Invisible, also quasi wie man das von Steam oder Skype kennt, könnt ihr das darüber regeln. Und dann haben wir noch weitere Verwaltungsmöglichkeiten für Spectrum selber. Und da kann man zum Beispiel zwischen einem hellen Farbschema und einem dunklen Farbschema wählen. Man hat die Möglichkeit, die Notification-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Dann Emojis und Reaktionen kann man da verwalten, sowie die Embedded Links. Ja, genau. Da könnt ihr das also erstmal grundsätzlich für euch einstellen und personalisieren. Wir springen ein Stückchen weiter runter an der linken Bildschirmseite und dort kommen wir zu den Bookmarks. Da könnt ihr nämlich bei einzelnen Channeln oder entsprechend bei fast allem eigentlich, Channeln, Chatlobbys und so weiter, euch Bookmarks, also Lesezeichen setzen. Dafür müsst ihr auf das kleine hübsche Sternchen klicken und dann habt ihr das sozusagen direkt in der Schnellstartleiste an der linken Seite. Geht bei fast allem daran, könnt ihr mal ausprobieren, ist meistens direkt neben dem Namen zu finden. Ja, und unterhalb der Bookmarks, da findet ihr dann noch ein Kästchen für private Nachrichten. Also wenn euch jemand PMs schickt, dann könnt ihr darüber direkt sehen, ah, da kommt eine neue und das geht auch sehr schnell jetzt natürlich. Ne? Das geht viel, viel schneller als vorher. Vorher musste man diese Nachrichten wiederfinden. Viele, viele haben darunter gelitten. Einer der Main Features für mich persönlich. Super Sache, dass man es da direkt findet. Und dann kommen wir auch schon zu dem ersten Bereich dieses Spektrums. Dem ist das Citizen Public Community Foren und Chats Bereich. Wird direkt angezeigt, man kann raufklicken, dann öffnen sich entsprechend diese Forumskategorien und da haben wir als erstes offizielle Ankündigungen, also ein Unterforum. Genau, richtig. Darunter findet ihr dann noch quasi ein Diskussionsforum. Aktuell wird da angezeigt das Feedback zum aktuellen Patch 2.6.1 und auch natürlich das Feedback zu Spectrum selbst. Das könnt ihr dahin dann eingeben, das ist natürlich der englische Bereich, ne? Super praktisch übrigens, weil dadurch natürlich so ein Feedback, wenn so ein Patch startet, viel, viel schneller geht, als wenn man erstmal ein ganzes Forum-Thread irgendwie im alten Forum aufsetzen musste oder einen richtigen raussuchen kann. Das ist sehr, sehr übersichtlich und sehr gut sortiert. Genau, so ist es. Darunter findet sich dann noch so ein Community-Bereich. Der ist jetzt aktuell zum Beispiel für Subscriber und Concierge freigeschaltet. Das wird sich sicherlich mit der Zeit auch noch ein bisschen erweitern. Auf der rechten Seite findet ihr dann die Chat-Lobbys. Auch die sind jetzt hier sehr weit aufgeteilt schon. Das heißt, wir haben natürlich einen General Chat, aber wir haben jetzt auch zum Beispiel die verschiedenen Nationalitäten bzw. Sprachen darin. Und ich glaube, das ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn man sich weiter vernetzen will. Das wird, denke ich mal, wenn die Deutschen das benutzen, die Orgas ein bisschen mehr zusammenbringen und die Kommunikation entscheidend vereinfachen. Außerdem finden wir hier auch noch einen Support-Bereich. Auch das ist praktisch. Ich bin mal gespannt, ob das den Support beschleunigt und ob man da mal schnelle Anfragen über den Chat auch regeln kann. Genau, so ist es. Grundsätzlich ist es ansonsten natürlich der englischsprachige Bereich. Was ihr da drunter findet, und das ist jetzt quasi der nächste Inhalt, das ist dann das, was die Organisation selber ausmacht. Das heißt, wenn ihr darunter jetzt nichts angezeigt habt selber, dann liegt es vermutlich daran, dass ihr an keiner Organisation drin seid oder auch affiliated zu einer Organisation seid. Bei anderen wird dort die eigene Orga auftauchen oder eben auch die Affiliates, die ihr jeweils selber habt. Ja, und da gehen wir jetzt mal ins Detail und sagen mal, erklären mal so ein bisschen, was da eigentlich für Gestaltungsmöglichkeiten sind. Der Überbegriff sind jetzt hier Kategorien, Gruppen. Da könnt ihr quasi Unterforen in diesem Forum einrichten und dann mit Trennstrichen diese Forumsbereiche bezeichnen und voneinander trennen. Dafür gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt auch noch keine Berechtigungsschlüssel. Das ist auf dieser Ebene noch nicht vorhanden.
Genau. Dann wird es eigentlich wirklich spannend. Und zwar, wenn ihr erstmal die groben Bereiche eures neuen Forums dort bei Spectrum eingerichtet habt, dann kommt als nächstes im Grunde genommen die Kategorien oder die Channel vielmehr. Dort könnt ihr dann Berechtigungsschlüssel anlegen. Und zwar, die sind abhängig von den Rollen, die ihr auf eurer RSI-Seite mit der Orga definiert habt. Nicht den Rängen. Die Rängen haben hier noch nichts damit zu tun, sondern es geht hier um die Rollen, die ihr festlegt. Zum Beispiel, da gibt es CEO sowas und PR, Recruitment, genau sowas. Davon hängt das Ganze dann zusammen ab und die könnt ihr dann auch entsprechend ausgestalten. Das heißt, ihr könnt ihr mit Tags versehen, um sie schneller zu finden. Ihr könnt Farben wählen dafür. Ihr könnt die ganzen Sachen sortieren lassen, zum Beispiel nach den neuesten, nach Hot Topics, nach Top Topics oder auch nach der letzten Aktivität. Und damit haben wir quasi jetzt die Channel erklärt. Innerhalb der Channel wiederum gibt es die Möglichkeit, Threads zu erstellen. Abhängig natürlich, das sieht man auch hier direkt vom Berechtigungsschlüssel. Das gibt natürlich der Channel vor, ja, damit wir da eine klare Zuweisung haben. Und dann können wir hier wiederum Tags festlegen und mit der eigenen Rolle oder aus der eigenen Rolle heraus in diesem Thread dann auch agieren. Sprich, ich kann jetzt als CEO einer Orga sagen, okay, dieser Thread soll mit meiner quasi Signatur, oder Signatur ist das falsche Wort, mit meiner Rolle gekennzeichnet sein, aber ich kann es auch ohne Rolle einfach quasi posten. So, hier spricht der Chef. So, das ist genau der Sinn der Sache. Oder eben der Recruiter oder was auch immer ihr dann entsprechend nutzen könnt. Ja, also dann wiederholen wir hier an der Stelle nochmal. Das Wichtige hier sind vor allem die Rollen, die ihr auf der RSI-Seite findet. Die Ränge haben, wie gesagt, noch keinen Einfluss darauf. Es gibt zusätzlich zu den aktuell 4 Rollen, die man per RSI vergeben kann, noch 2 zusätzliche Stati, nämlich den Member-Status an sich und den Affiliate-Status selbst. Und ein Default. Also das bedeutet, ihr habt noch relativ begrenzte Möglichkeiten, aber das müsst ihr auf jeden Fall wissen, wenn ihr euch das um die ganze Einrichtung kümmert. Ja, und dann können wir natürlich auch das Spectrum selbst nutzen, um zu reagieren bzw. zu interagieren. Zum Beispiel kann ich einen Thread, wenn ich ihn gut finde, upvoten. Da kann ich also quasi einen Daumen hoch setzen, um das Ganze eben zu zeigen, dass der besonders beliebt ist. Und bei den einzelnen Postings innerhalb der Thread kann ich das ebenfalls upvoten. Dann, lustiges Feature, dass du, wenn jemand schon einen existierenden Emoji gesetzt hat, zum Beispiel so ein Catface oder so Sonnenbrille, Smiley, cool, dann kann ich sagen, ja, das finde ich auch und klicke das und dann wird es sozusagen noch einer mehr. Also ich kann sozusagen mich einem existierenden Emoji anschließen oder ich kann einen neuen setzen und selber sozusagen reagieren. Selber reagieren, der Erste sein, ist vielleicht sogar die Möglichkeit, so ein bisschen eine Stimmungslage in der Orga beispielsweise zu kriegen oder auch für CIG die Möglichkeit, wenn ganz viele Katzenköpfe auf diesem Beitrag von Ben Lesnick drauf waren oder von Discolando, dann muss das gut sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr weitläufige Möglichkeit zu interagieren. Ja, und dann war das der ganze Forumsbereich. Dann haben wir noch an der rechten Seite dann diese Chat-Lobbys. Das ist im Grunde genommen relativ schnell erklärt. Man kann also, wenn man die Berechtigung dazu besitzt, eine Chat-Lobby erstellen und dann auch diese Chat-Lobbys entsprechend verwalten und editieren. Das heißt, man kann einen Namen setzen, der wird als Hashtag angezeigt, damit es eben so wirklich sehr schnell findbar ist. Dann kann man die Beschreibung verändern, man kann Berechtigungen setzen, auch für die Chat-Lobbys. Auch die beziehen sich hier auf die Rollen, nicht auf Ränge oder sonst irgendetwas. Und dann kann man Farben setzen und natürlich entsprechende Chat-Lobbys löschen. Ja, und dann kann man sozusagen, wenn man dann in so einer Chat-Lobby ist, an der rechten Seite noch eine ganze Menge sehen, nämlich zum Beispiel, wer online ist. Ne? Und da findet man auch CIG-Mitarbeiter, das finde ich sehr, sehr lustig. Und da kann man raufklicken auf die Person und kann direkt eine private Nachricht schicken. Ob das Feature sich so durchsetzt und ob sie davon so begeistert sind, wenn wir jetzt jeden Mitarbeiter mit 1000 Fragen zur neuen Turmmechanik oder zum neuen XY-Schiff löchern, mal sehen. Genau. Auf jeden Fall kommt ihr über diese rechte Leiter auch auf die jeweiligen Citizen-Dossiers der Leute. Also könnt auch mal euch anzeigen lassen. Dann auf der RSI-Seite allerdings wieder, wer das ist, wo er zugehört und so weiter und so fort. Ja, und dann würde ich sagen, ziehen wir noch mal ein kurzes Fazit unter diese erste Alpha-Version, die es jetzt gibt. Also, es ist noch eine Alpha, man merkt, es sind noch nicht alle Features drin. Es ist im Grunde genommen ein Basisfundament jetzt gegeben. Also, es ist sehr modern, finde ich. Es ist sehr ansprechend. Man lernt auch so am Anfang, beim ersten Mal, aber ich bin da auch bekannt für, war ich erstmal ein bisschen abgeschreckt so, aber dann, nachdem ich mich so ein bisschen durchgeklickt habe, habe ich das relativ schnell begriffen und ich finde es sehr, sehr eingängig und auch diese Möglichkeit, direkt abzuvoten und auch Emojis zu vergeben, finde ich tatsächlich sehr, sehr praktisch, genauso wie die Bookmark-Funktion. Ja, absolut. Also ich finde es eine sehr, sehr moderne und vor allem intuitive Oberfläche. Mir gefällt es sehr gut. Es ist allerdings so, dass gerade für größere Organisationen jetzt sich noch einige Schwierigkeiten rausbilden, denn insbesondere, wenn wir jetzt unsere nehmen, das Crashcore, die ist schon sehr vielschichtig.
Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Ränge und Verästelungen, die verschiedene Berechtigungen und entsprechende Rechte brauchen oder auch eben noch nicht kriegen, um irgendwo einzuwirken. Und das geht jetzt momentan noch nicht genau zu regeln. Rechte und, also Ränge und Rollen. Ja, ja. Da muss man immer unterscheiden, auch bei RSI. Und so wird es dann für eine schon sehr, sehr ausgebaute Organisation schwierig, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt das Forum, das eigene, rüber zu portieren. Würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Genau, da müssen wir abwarten. Aber es wird ja jetzt konstant an Spectrum weitergearbeitet. Spätestens zur 3.0-Version sollen deutlich mehr Features dazu kommen. Es soll deutlich mehr, das ganze Spektrum, das Spectrum, haha, irgendwann kam er, ich wusste es, der soll erweitert werden. Zum Beispiel, woran sie eben jetzt aktuell arbeiten, ist, diese Player Presence einzubauen, sodass man online ist, und zwar nicht nur online im Spektrum, sondern dass das Spektrum auch weiß, wenn du oder ich online im Spiel sind. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen und gucken, was da so geht und was sich so entwickelt. Liked oder disliked die Episode, schreibt uns natürlich ein paar Kommentare rein, wie ihr das Spectrum findet, was eure ersten Erfahrungen daraus sind. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Weezen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!